Geht so. Ja, leider muss ich jetzt mit einer leicht kaputten Präsentation, aber irgendwas kann schon gehen. Also, vielleicht politische Rede ist nicht ganz wichtig. Ich habe lange überlegt, was kann eigentlich mein Beitrag sein in der Debatte. Und es ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn man sozusagen die Verantwortung trägt für das, was hier verkehrlich passiert. Ja. Sozusagen versuchen soll, nicht gleich die Schere im Kopf zu haben, was ist politisch durchsetzbar in diesem Stadtrat. Was sozusagen auch innerhalb der Verwaltung dann eben einfach so umsetzbar und gleichzeitig sozusagen die Kreativität zu behalten. Das ist ein Spannungsfeld, das wird einem schnell genommen, wenn man sozusagen auch nach einem Jahr in der Verwaltung ist. Trotz alledem sage ich schon mal vorab, ich finde den Antrag ziemlich gut gelungen, bei allen Scheren, die ich da automatisch im Kopf habe, aber es geht ja darum, eine Vision aufzuzeigen für die Zukunft. Nicht sozusagen die Erwartungshaltung zu formulieren, dass das übermorgen umgesetzt ist. Insofern habe ich gedacht, mein Beitrag kann sein. Deswegen ist die Präsentation auch nur mit dem Dresden-Label gelabelt, einfach mal sozusagen meine Rolle zu schlüpfen und mich als Input mal vorzutragen, wo steht Dresden. Das ist der Versuch, den ich unternehmen möchte. Ihr seht, ab und zu verspringt da jetzt ein paar Zeilen. Das ist leider jetzt offensichtlich bei dem Übertrag der Präsentation von Windows auf Mac. Passiert, da müssen wir jetzt irgendwie so gut umgehen. Vielleicht erstmal die erste Folie nochmal. Ich habe da absichtlich so ein Bild gewählt, wo ich gesagt habe, vielleicht macht der Trainer das nicht, das macht es wahrscheinlich besser zu sehen. Ich habe das Bild gewählt, weil ich fand, in dem Bild wird ziemlich deutlich, Mobilität in Dresden muss grüner werden. Das ist ein sehr schwarz-gelbes Bild, was wir da teilweise dann auch im Kopf haben in der Verwaltung. Da müssen wir mal arbeiten. Deswegen habe ich das hier ausgewählt, jetzt darfst du es auch wegmachen. Sachstandsbericht. Dresdner Mobilitätsstrategie. Die gibt es bereits seit 2005, 2006. Ich habe sie nochmal aufgeführt, die wird dann sozusagen nochmal bekräftigt im VEG von 2015. Aber sozusagen eigentlich schon seit knapp 10 Jahren eine Strategie, die eigentlich, wenn man sie sich so durchliest, aus einer Aneinanderreihung grüner Zielvorstellungen besteht. Also das ist sozusagen eine Botschaft, die Konzepte, die existieren, sind gut. Nur leider wurden sie nicht mehr umgesetzt. Wir haben also solche Zielvorstellungen wie Wiederherstellung städtischer Lebensqualität, statt der kurzen Wege, sparsamer Neubau von Infrastruktur. Wenn man sich anguckt, was zum Teil gebaut wurde in den letzten Jahren, stellt man sich die Frage, wie ernst sind solche Konzepte genommen, muss man uns ehrlich sagen. Entlastung der Wohngebiete für den Kfz-Verkehr, Reduzierung der Infrastrukturkosten und so weiter und so fort. Also alles Themen, wo ich sagen würde, die können wir einfach fast 1:1 auch im Wahlprogramm schreiben. Also entspannt, dass die programmatischen Konzepte, die in der Stadt Dresden auch schon seit langer Zeit existieren, eigentlich ganz gut sind. Weiteres Thema, Mobilitätsmanagement. Also durchaus ein Thema, was gespielt wird, das zum Teil schwierig umsetzbar ist, wo sich Aspekte durch Reinhalteplan wiederfinden, es gibt Mobilitätsteam der Stadtverwaltung, es gibt eine massive Jobticket-Initiative, da oben habe ich einfach mal so ein Diagramm aufgenommen, wie sich die Jobticket-Entwicklung in der Stadt darstellt, also wirklich starke Zuwächse innerhalb der letzten 10 Jahre, keine Ahnung, tausendfachung eigentlich, der Anzahl der Tickets, die genommen werden. Es gibt Verkehrsmobilitätskonzepte für alle größeren Vorhaben, die in der Stadt so existieren, Bauvorhaben, auch das Kraftwerk Mitte. Es gibt betriebliches Mobilitätsmanagement für Einzelprojekte. Das könnte zum Beispiel, das ist sozusagen mein Büro jeden Morgen, wo sozusagen auch eine Anzeigetafel steht, wo fahren die nächsten Stadtbahnen in welche Richtung. Also all solche Sachen, die werden gemacht, aber noch nicht intensiv genug. Es gibt einen Verkehrsentwicklungsplan. Es gibt einen Verkehrsentwicklungsplan, der 2015 beschlossen ist, mit 4 Leitzielen, 34 Unterzielen. Auch diese 4 Leitziele habe ich mal leicht verkürzt hier dargestellt. Auch die könnten im Prinzip aus grüner Feder stammen. Es gibt sehr, sehr viele Einzelvorhaben im Rahmen dieses Verkehrsentwicklungsplans. Ich habe es sehr abstrahiert auf so ein paar Punkte, die noch wirklich auch aktuell sind, an denen aktuell gearbeitet wird, reduziert. Lass mal weiter. Die Maßnahmen ÖPNV, ein ganz elementares Thema, natürlich inklusive dieses Programm Stadtbahn 2020, wo wir unten auf der Südlinie, das ist die Linie, die etwas ausführlicher und detaillierter dargestellt wird, hier rüber. Diese
diese Linie tatsächlich kurz davor und befinden, noch erste Baumaßnahmen umzusetzen. Mit der Gesetzdorfer Straße und der Oskarstraße und auch intensiv daran arbeiten, diese neue Linie zu vervollständigen. Es gibt zwei andere Projekte, einmal die Stadtbahn aus nach Bülau-Weißig und die Stadtbahn 2020, die wir in der Priorität erstmal nach unten gestuft haben, wo wir vor allem arbeiten an der Fragestellung des Unterfirmer Platz, weil danach wird es extrem problematisch, die Stadtbahn weiterzuführen. Und wir haben die sogenannte Stadtbahn Trasse 3, Johannstadt nach Plauen, die wir in der Priorität jetzt nach oben geschoben haben, wo wir uns auch noch in einer ganz frühen konzeptionellen Phase jetzt gerade befinden, wie das aussehen kann. Auch da wird es einen besonders schwierigen Streckenabschnitt geben, und zwar den letzten in Richtung Plauen raus, weil der auch nicht einfach zu bewältigen sein wird, aufgrund der Straßenquerschnitte, die wir dort haben. Und wir haben eine Suchtrasse formuliert, die jetzt im Stadtplan 2020 Beschluss nicht explizit erwähnt ist, aber an der auch eine Fragestellung: Kriegen wir eigentlich die Weiterverbindung von Strehl nach Blasewitz? Das ist dieser rot schaffierte Korridor, der auch sozusagen bewusst als relativ breiter Suchkorridor dargelegt ist. Und wir haben ohne Ende andere Einzelmaßnahmen, an denen gearbeitet wird, diesen Verkehrsentwicklung zu planen. Also ÖPNV sind wir auch konzeptionell aufgestellt, da fehlt es tatsächlich dann teilweise eher an Kapazitäten, um diese Planung voranzutreiben. Es gibt im Verkehrsentwicklungsplan, das habe ich jetzt mal rausgezogen, einfach beispielhaft ganz viele Themenfelder, aber ein Themenfeld, das jetzt nicht nochmal aktuellere Planung beinhaltet, ist das Thema Maßnahmen im Fußverkehr. Hier gibt es viele Einzelkonzeptionen für einzelne Teilräume, aber eigentlich kein wirklich zusammenhängendes Konzept. Es wird der Bedarf dafür formuliert, aber auf den Weg gebracht ist es bisher nicht, und der Verkehrsentwicklungsplan ist jetzt auch gerade mal ein Jahr lang aktuell oder beschlossen. Nichtsdestotrotz ist das ein Thema, was noch ein wenig stiefmütterlich machen wird. Weitermachen. Es gibt jetzt neue, also auch im VEB gab es schon Aussagen zum Radverkehr, allerdings sehr oberflächlich, weil man mal verwiesen hat auf das Radverkehrskonzept. Das Radverkehrskonzept ist jetzt veröffentlicht. Ich habe es gestern der Presse vorgestellt. Nächste Woche befindet sich es in Gremien. Umlauf, wirklich ein sehr, sehr ambitioniertes Konzept, was nichtsdestotrotz auch immer noch nicht alles beinhaltet, was man machen könnte. Es gibt für den Alltagsradverkehr eine Richtlinie für die Netzplanung, die RIN, beinhaltet verschiedene Kategorien. Und das Konzept handelt im Prinzip nur diese beiden Kategorien, Römisch 2 und Römisch 3. Die Kategorie Römisch 4 also das ist sozusagen die nachräumige Verkehrsverbindung für Radfahrer, wird eigentlich in dem Konzept nur oberflächlich beleuchtet, zumindest aber in dem Maßnahmenkatalog und auch in der Investitionsplanung gar nicht vorgesehen, weil man sagt, es würde das Konzept überfrachten, wo wir im Prinzip 800 Kilometer haben, die das betrifft, konkret in der Investitionsplanung auch über 400 Kilometer, wo man Neuplanung im Prinzip überlegen muss, beziehungsweise Maßnahmen machen muss, über 450 Maßnahmen, dann nochmal aufgeteilt verschiedene Prioritäten, also einmal die Priorität 1, wo man sagt, hoher Nutzen, hohe Betroffenheit von Leuten und gravierende Sicherheitsmängel, Priorität 2, die alles umfasst, was Priorität 1 und 3 nicht umfasst, Priorität 3 sind dann sozusagen alle die Vorhaben, die einen langen Vorlauf haben, hohe Umsetzungsproblematiken, hohe Kosten verursachen. So dass man auch versucht, sozusagen abzuschichten, was können wir schnell machen, was können wir langsam machen. Vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen ausholen: Das war eigentlich einer der wesentlichen Anlässe für das Radverkehrskonzept, außer der groben Feststellung, dass die Qualität für den Radverkehr nicht sonderlich hoch ist in der Stadt. Vor allem auch die Feststellung, Dresden ist eigentlich gut aufgestellt, was den Modus-Split angeht für den Radverkehr. Also, die Leute fahren trotz widriger Umstände Fahrrad. Da sieht man sozusagen auf der Achse nach rechts, da liegt vor Dresden, was den Modus-Split angeht, bei den Großstädten eigentlich in München und Hannover. Und wir haben dann aber die Unfallstatistiken auf der linken Seite, wo man sagt, wie viele Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung auf 10.000 Einwohner gibt es eigentlich. Und da steht Dresden ziemlich weit oben. Und insofern ist es sozusagen nicht nur eine Frage des Qualitätsstandards, was aus der Radverkehrsanlagen liegt, sondern auch eine Frage von Sicherheitsstandards. Und unten rechts nochmal ganz kurz die kleine Grafik, ganz links Dresden, daneben andere Großstädte, wie hoch bei den Radverkehrsanteilen
Unfällen ist eigentlich der Anteil an schweren Unfällen. Das ist der rote Ball, also auch da Dresden vorne mit dabei. Die Statistik ist älter, ist sozusagen eine Grundlagenstatistik aus dem Konzept, auf dem man es aufgebaut hat. Also die Bearbeitung hat ja 2013. Das ist sozusagen der Gesamtübersichtsplan fürs Zielnetz in Dresden. Einfach mal, damit ihr seht, habe ich mir aufgenommen, wie viele Maßnahmen das denn wirklich sind und wie so ein Zielnetz dann aussieht. Man konzentriert sich natürlich wirklich auf die Schaffung eines Netzes. Viele Bereiche, die hier sozusagen das farbig angelegt sind, sind natürlich dann auch schon Tempo 30 Zonen, wo sowieso das Anliegen von der Verkehrsmaßnahme eine vorgesehen ist, von Straßenverkehrsordnung. Wenn ihr auf die nächste Folie geht, habe ich mal so einen Teilbereich rausgezogen, um mal zu sehen, wie das Konzept aufgebaut ist. Das ist sozusagen jetzt ein bisschen exklusive Information hier. Man kann es sich mittlerweile, ich glaube, man kann es sich immer noch runterladen als mündiger Bürger. Das ist dann erst freigeschaltet, wenn es die erste Bewegung gelaufen hat. Aber das wird die nächsten Tage soweit sein. Also, wo man mal sieht, die verschiedenen farbigen Strukturen, wo sozusagen dann mit den gelben Schlagfuhren angelegt ist, welche Kategorie Straßennetz ist das eigentlich, beziehungsweise Nachrichtlinie ist das eigentlich, dann die Prioritäten bezeichnet sind über diese Nummern, über die Maßnahmen, über die Nummern, die Prioritäten kann man dahinter stehen und dann alle möglichen anderen Fragestellungen von Wegweisung und Bedeutung des Streckenabschnitts immer nochmal aufgenommen. Also wirklich sehr, sehr, sehr detailliertes Konzept, wo man sich echt auch reindenken muss, um das zu verstehen. Ein paar Aspekte habe ich mal rausgenommen, wo ich sage, bin ich sozusagen schon ein bisschen vorgeprescht, zumindest verwaltungsintern. Weiter. Das Thema Fahrradstation für mich ein Thema, interessantes Thema, weil ich es einfach auch gut kenne. Ich habe eine Zeit lang ja auch mal als Freiberufler gearbeitet, bevor ich nach Dresden gekommen bin und habe eine Fahrradstation am Hauptbahnhof in Hannover sehr intensiv mit betreut, weil diejenigen, die es die betrieben haben, waren sozusagen einer meiner besten Kunden, meinem Architekturbüro. Es war eine soziale Suchthilfeeinrichtung, die diese Fahrradstation betrieben hat, auch als soziale Einrichtung, mit Fahrradwerkstatt, wo Leute über so und so vielen Bildungsweg eine Ausbildung gemacht haben und dann auch umfangreiche Serviceangebote gegeben haben in dieser Station für relativ niedrige Kosten, die es verursacht hat. Insofern ein Thema, was ich ganz spannend finde und wo wir tatsächlich auch schon dran arbeiten, insofern ist, dass wir für den Bahnhof Neustadt, das liegt im Efre-Gebiet Nordwest, wo es eigentlich darum geht, eine Fernwärmetrasse nach Pieschen zu bauen, da haben wir aber, weil es bei Efre Fördermaßnahmen immer Gesamtkonzepte geben muss, diese Fahrradstation am Neustädter Bahnhof mit als einen Baustein in den Efre-Förderpaket aufgenommen gehabt und auch bewilligt bekommen, sodass wir da jetzt zumindest eine Teilförderung hinbekommen können für so ein Fahrradparkhaus. Eine Gegenfinanzierung ist zurzeit im Haushalt nicht abgebildet. Es gibt allerdings einen kleinen Haushaltstopf, der ein bisschen fernab von tatsächlichen Einflüssen oder Einflussnahmen aus der Kämmerei ist. Das ist das Thema Stellplatzablöse, wo gezielt eingezahlt wird, der Stellplatz abgelöst wird für bestimmte Zweckbindungen, die da zum Beispiel sein können, Förderung von Alternativen zum Autoverkehr. So dass ich gesagt habe, mit dem Topf machen wir jetzt mal hier nicht Löcherflicken auf Straßen, sondern den blocke ich mal für Maßnahmen, von denen ich sage, die mich dann voranbringen. Eines davon ist Radstationen. Da sind wir derzeit konkret in der Standortsuche und führen demnächst Gespräche mit Eigentümern, den Flächen und dem Neustädter Raum gehören mit der Fragestellung, wo können wir es hinbauen. Danach steht natürlich noch die Schaffung von Baurecht im Raum. Dann können wir aber tatsächlich auch mit dem Anteil von Fördermitteln, mit dem Anteil von Stellplatzablöse hoffentlich anfangen, Fahrradparkhaus oder eine Fahrradstation in ihrem Umfeld des Bahnhofs Neustadt zu bauen. Die Fragestellung des Betriebs habe ich ja gerade schon mal angekündigt, was mich so bewegt, aber da wird es mit Sicherheit noch intensive Diskussionen gerade mit dem Sozialbereich in der Stadt geben müssen. Aber auch das ist schon mal andiskutiert mit der Bürgermeisterin und da gibt es eine Offenheit, was das angeht. Eine zweite Fragestellung, Hauptbahnhof ist ein bisschen schwieriger, da gibt es zumindest erstmal keine Förderquellen, wir bekommen für eine Fahrradstation keine Förderung vom Freistaat, aber ansonsten gibt es da keine Förderung. Da muss man gegebenenfalls auch noch ein wenig dran arbeiten an der Einstellung beim Freistaat, aber da ist sozusagen die Finanzierung noch unklarer als beim Bahnhof Neustadt. Da kann man auch drüber nachdenken, das Thema Stellplatzablöse, was bewegt, der Topf ist auch zurzeit ganz gut gefüllt, aber ob es für mehrere Vorhaben reicht, muss man mal gucken, wenn man genau eine Planung macht. Standortentscheidung ist auch da eine Frage, das ist vielleicht auch ein bisschen abhängig von der Fragestellung, wie man
Fernbusbahn von Dortmund und weiter unten gibt es dort ein, welches Flächenzentrum. Weiteres Thema ist das Thema Mobilitätspunkte. Dort gibt es schon länger ein fertiges Konzept. Da ist zum Glück jetzt auch die verwaltungsinterne Abstimmungsproblematik, die es dann noch gab, überwunden. Muss ich recht massiv intervenieren. Es geht um quasi Verknüpfungspunkte von ÖPNV, Carsharing, E-Ladestationen, Serviceangeboten, Fahrradverleih, so weiter und so fort. Es will sich keine Zeit haben. Das ist sozusagen ein Bild aus der Präsentation der Stadtwerke Osnabrück. Aber die zeigt irgendwie ganz deutlich, wie dieses Thema an anderen Stellen auch schon bewegt wird und mit welchen Ideen. Also sozusagen Verknüpfungspunkte verschiedener Mobilitätseinrichtungen, die sich vor allem auch, ich sag mal, im Bereich der alternativen Mobilitätsangebote zum motorisierten Individualverkehr bewegen. Stellplatzsatzung, vielleicht so ein letztes Thema, was auch interessant ist. Ich habe mir jetzt gerade auf, würde ich es gerade sagen, als letzten Punkt, eigentlich habe ich das Thema Fernbusbahnen vergessen. Auch da gibt es eine Informationsvorlage, die gerade in, was die Fernbusbahnung angeht, die gerade in Diskussion ist, beziehungsweise noch nicht in Diskussion, ich weiß gar nicht, ob es schon offiziell Zugangserstattet wird. Ich habe sie auf jeden Fall auf meinem Tisch runter, das heißt, es wird demnächst auch nochmal dieses Thema intensiv diskutiert werden im Stadtrat. Und ich würde eigentlich ganz gerne auch mit euch da gemeinsam in die Diskussion überkommen, weil ich weiß, dass es ein Thema ist, was euch als Grüne auch zum Teil sehr intensiv bewegt. Zumindest hatte ich bei diesem ganzen Konflikt um die Versagung von weiteren Haltepunkten am Neustädter Bahnhof, den einen oder anderen von euch in der Strippe liegen. Stellplatzsatzung: seit 01.01.2016 können Kommunen nach sächsischer Bauordnung eigene Satzung zur Schaffung von den Stellplätzen erlassen. Ich habe für mich gesagt, als Ziel einer Stellplatzsatzung, da bestimmt dann auch nochmal intensiv darüber diskutiert zu sein auf grüner Seite, aber aus meiner Sicht halte ich nichts von einer kompletten Stellplatzbefreiung, wie sie es in anderen Großstädten in Berlin gibt. Ich glaube, es verursacht vor allem eine Menge Probleme. Die Leute fahren nun mal tatsächlich noch ein Fahrzeug und werden dann auf uns zukommen als Stadt, wenn wir die Bauherren nicht dazu verpflichten, Stellplätze zu schaffen, und werden sagen, gut, dann bitte schaffen uns doch die Stellplätze im öffentlichen Raum. Das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich kritisch. Ungeachtet dessen glaube ich auch, selbst wenn wir es schaffen sollten, der Lautsprecher geht nicht. Okay. Selbst wenn wir es, versuche ich so weiter zu machen, selbst wenn wir es irgendwann mal schaffen sollten, das fossile Zeitalter zu überwinden, wird es trotzdem noch in irgendeiner Art und Weise das Bedürfnis nach individueller Mobilität geben. Und selbst wenn die Leute irgendwann nur noch mit grünem Strom sich E-Mobile durch die Gegend bewegen oder nur noch Lastenfahrräder fahren, irgendwo muss man die Dinger auch abstellen. Insofern wird es weiterhin das Bedürfnis geben, irgendwie auch Raum zu schaffen, wenn man Gebäude baut, in denen man das Thema Mobilität unterbekommt. Insofern glaube ich nicht, dass wir komplett darauf verzichten können, Stellplatzanlagen für was auch immer zu schaffen. Abgesehen davon ist natürlich die Stellplatzablöse für alle die es nicht schaffen, die Stellplätze nachzuweisen auf dem Grundstück, auch eine nette Einnahmequelle, die zweckgebunden ist im Haushalt. Und daran sollte man mal denken. Ich habe gerade eben schon mal gesagt, man kann damit auch Themen bewegen, wenn man es richtig lenkt, die man ansonsten schwer im Haushalt platziert bekommt. Insofern arbeite ich gerade an einer Stellplatzsatzung bzw. am Stadtplanungsamt. Ein Schwerpunkt wird allerdings natürlich auch sein, das Thema, wie gehen wir um mit Stellplätzen für zweckfundigen Wohnungsbau, also sozialen Wohnraum. Dort wissen wir, dass Leute weniger Auto fahren, das ist statistisch auch nachweisbar, wo wir sozusagen vorsehen, dort eine Reduzierung von Stellplatznotwendigkeiten vorzusehen. Wir sehen dazu auch die Möglichkeit vor, in dem bisherigen Entwurf, in dem Augenblick, wo ich was Vernünftiges tue, um die Leute zum Umsteigen zu bewegen vom Auto, kann ich Stellplätze reduzieren. Also zum Beispiel gute Stellplatzanlagen für Fahrräder, überdacht, ebenerdig, mit Steckdose für Pedelec. Wenn ich dann eine bestimmte Anzahl von schaffe, kann ich dafür Autostellplätze reduzieren. Wenn ich einen Carsharing-Stellplatz schaffe, kann ich dafür Autostellplätze reduzieren. Also sozusagen zu versuchen, ein Anreizsystem zu umdenken, zu bewegen.
Wobei man auch sagen muss, da gibt es ein paar rechtliche Schwierigkeiten, von denen ich noch nicht genau weiß, ob die mittlerweile gelöst sind. Das ist gerade dieses Thema Reduzierung von Stellplätzen, zumindest von Carsharing-Stellplätzen, ist nicht einfach rechtlich. Ich weiß, dass die Stadt Frankfurt am Main sich da seit geraumer Zeit sehr schwer mit tut und versucht, Lösungen zu finden. Also müssen wir mal gucken, ob wir es wirklich hinkriegen mit dieser Aktion. Und natürlich aber auch die verbindliche Schaffung von Fahrradstellplätzen im Rahmen dieser Stellplatzsatzung, auch das war bisher unbedingt. Können wir gerne nochmal an anderer Stelle darüber diskutieren. Ich glaube aber, dass wir da auf einem guten Weg sind, jetzt auch eine Diskussionsgrundlage zu legen. Ja, das so als Input, wo sind wir? Man kann also im Fazit feststellen, die Satzungen, die es gibt, sind gut, auch aus grüner Sicht. Die Konzepte, die es gibt, sind gut, auch aus grüner Sicht. Man muss daran arbeiten, sie umzusetzen. Und da arbeitet es zum Teil an finanziellen Mitteln, aber nicht nur und nicht im Wesentlichen, sondern es hapert vor allem auch an Personal. Und daran muss ich arbeiten, daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Es geht mit Sicherheit bedingt auch innerhalb eines Prozesses des Umsteuerns in den Behörden, aber auch das ist schwierig, man braucht zum Teil auch neue Köpfe. Und es ist ja nicht so, dass wir zurzeit in einer Phase der Stagnation befinden bei Stadtplanung und Stadtentwicklung angeht. Im Gegenteil, wir haben eine wachsende Stadt und damit auch wachsende Aufgabenbereiche innerhalb meiner Verwaltungsbereiche, ob es ein Stadtplanungsamt oder auch ein Straßentiefbeamt ist, sodass es jetzt auch nicht so einfach ist, über Arbeitsverdichtung an anderer Stelle Personalressourcen freizustellen, um diese Konzepte voranzubringen, aber vor allem auch die Umsetzung der Konzepte voranzubringen. Das ist von meiner Seite. Vielen Dank. Ich würde eigentlich total gerne für die Debatte mal den Antrag diskutieren, aber ich muss jetzt im Unfestival einen Berufsvorteil und eine Podiumsdiskussion wahrnehmen. Und aufgrund der engen Beziehung zwischen dem Festival und der Grünen freue ich mich da auch besonders drauf, dass ich diese Aufgabe übertragen bekommen habe vom OB-Büro. Also versteht es bitte nicht als Despektierlichkeit, wenn ich gleich mit wenigen Farben hier aus dem Raum rausstürme. Ich muss die Stadt, aber natürlich ein Stück weit auch uns, auf einer befreundeten Veranstaltung präsentieren.